Liebe Schwestern und Brüder, an diesem merkwürdigen Tag, der ja nicht mehr zur Osterzeit gehört, nicht mehr zu diesen 50 Tagen des österlichen Jubels, geht es uns vielleicht ähnlich wie hier im Evangelium. Wir kommen mit Jesus von dem Berg des österlichen Lichtes und müssen uns jetzt wieder dem sogenannten Alltag stellen. Der erste, der uns hier auf unserem Abstieg vom Berg begegnet, ist heute ein Heiliger. Ein Heiliger, den der König 1393 in der Nacht von dem 20. auf 21. März fesseln ließ und von der Brücke in die Moldau stieß, um ihn doch zu ersäufen. Johannes aus Pomuk, oder wie wir ihn alle kennen, eigentlich die meisten von uns zumindest, Johannes Nepomuk. Ich glaube, wenn uns dieser Heilige heute am ersten Tag im Jahreskreis, sozusagen, da wir diese Alltäglichkeit der liturgischen Feier wieder aufnehmen, wenn er uns begegnet, hat er uns auch etwas zu sagen. Wir haben die Jahreszahl gehört, 1393. Es ist dann lange Zeit still um diesen ersäuften Priester, um diesen Kanoniker an der Kathedrale von St. Veit in Prag. Bis ihn die Frömmigkeit des Volkes 200-300 Jahre später wieder entdeckt. Wir könnten sagen, das ist ein pfingstliches Geschehen. Oft, wenn wir über die Wirkungen des Heiligen Geistes sprechen, dann machen wir so eine Wunschliste. Gestern haben wir schon ein wenig darüber nachgedacht und wünschen uns eine komplett neue Kirche. Was wir weniger in Rechnung stellen, ist, dass der Heilige Geist aus dem, was das Leben der Kirche schon war, immer wieder etwas Neues hervorkommen lässt. Sozusagen einen Samen, der in der Erde ist, der überwintert hat, plötzlich zu einem neuen Leben erweckt und es wächst eine neue Pflanze hervor. So ist das mit der Frömmigkeit des Volkes, die Johannes Nepomuk entdeckt. Es ist ganz merkwürdig, wenn man sich die Zeugnisse anhört der unterschiedlichen Bischöfe, etwa Lothar Franz Graf von Schönborn, Kurfürst von Mainz, schreibt am 27. April 1720, zu seiner Ehre werden Altäre und Figuren aufgestellt, Medaillen geschlagen, Bücher gedruckt, Lieder gesungen. Da ist er noch nicht heilig gesprochen. Und Clemens August, Bischof von Münster und Paderborn, später dann Kurfürst in Köln, schreibt, sein Ruhm wird nicht nur in Prag und Böhmen verkündet, auch meine beiden Diözesen schließen sich an. In Münster gibt es keine Kirche, in der nicht ein Bild des Johannes von Nepomuk zu finden wäre. Was ist da geschehen? Was ist geschehen, dass plötzlich die Frömmigkeit des gläubigen Volkes, ich denke durch das Wirken des Heiligen Geistes, einen solchen Mann entdeckt? Zwei Dinge. Er war unbestechlich und insofern ein hervorragender Priester, als er das Beichtgeheimnis gehütet hat. König Wenzel IV. Wollte ein wenig von ihm wissen, wie das mit seiner Frau steht, denn deren Beichtvater war er. Ob da nicht doch was nebendran am Laufen ist. Mein Gott, wir sind im 14. Jahrhundert, wer will sich darüber aufregen? Und wir kennen uns doch selber im 21. Jahrhundert. Wer regt sich heute noch über sowas auf? Aber Ehemänner legen manchmal Wert darauf, dass sie es wenigstens wissen. So auch Wenzel IV. Aber Johannes Nepomuk sagt nichts. Er nimmt sein priesterliches Amt ernst, was nicht selbstverständlich ist. Auch nicht in dieser Zeit, auch heute nicht. Aber er tut es. Er tut es nicht mit großem Brimborium, er hängt das nicht an die große Glocke, spielt sich nicht als großer Antipode zum König auf. Nein, er versieht treu, unscheinbar seinen Dienst in Unbestechlichkeit, aber in aller Aufrichtigkeit, unbeugsam. Das ist Wenzel IV. Ein Dorn im Auge. Und das Ende kennen wir. Gefesselt wird er von der Moldaubrücke geworfen. Merkwürdig, dass er dann 200-300 Jahre später so entdeckt wird, dass nachdem das Zeitalter der Reformation, ein 30-jähriger Krieg, ein Religionskrieg zwischen den Konfessionen, den Kontinent verheert hat,
dass die Frömmigkeit des Volkes diesen Mann wiederentdeckt. Seine Aufrichtigkeit, seine Unbestechlichkeit, die Wertschätzung des Beichtsakramentes. Wir kennen alle die Brücken, auf denen seine Figur steht, wenn er dort in Chorkleidung steht mit dem Kreuz in der Hand, meistens einem Birett auf dem Kopf. Wer sich nicht erinnert, wir haben zwar keine Figur, aber zumindest einen kleinen Stich, einen sehr alten, dort an der Beichtkapelle, die seinen Namen trägt. Kann man, wenn Sie mögen, gehen Sie gleich nach der Messe hin und nehmen ihn noch einmal in den Blick. Und dann geschieht es, dass wieder Zeiten der Kirche kommen. Auch das ist immer möglich und auch das ist eine Lehre an diesem Tag, da die Kirche von solchen Heiligen nichts mehr wissen will. Im Tagesgebet heute wird eigentlich offiziell, im Offiziellen, ich habe eine kleine Einfügung gemacht, wird das Beichtgeheimnis nicht mehr erwähnt, weil man meinte durch historische Studien, das sei eine spätere Legende. So schaden wir immer selber uns und auch der ganzen Kirche, wenn wir uns dem Wehen des Geistes, das sich in einer bestimmten Zeit gezeigt hat, widersetzen. Wenn wir meinen, wir sind ja viel schlauer als die 1720, als diese Bischöfe geschrieben haben, es gibt in meiner Diözese keine Kirche, wo nicht ein Bild von ihm ist. Wenn wir heute Spuren suchen, Brücken suchen zwischen Kunst und Kirche, mein Gott, was machen wir da manchmal für Verrenkungen? Aber die Figuren des Nepomuk stehen immer noch überall. Man kann sie überall noch sehen. Sie werden restauriert, man kann sie erkennen. Aber wer kann zu Nepomuk noch etwas sagen? Wer kann noch erklären, warum er dort steht? Und warum er für die Menschen von ihrem Grundgefühl, ohne je ein wissenschaftliches Seminar über Johannes Nepomuk gemacht zu haben, von ihrem Grundgefühl etwas zu sagen hat? Dass er leuchtet. Von innen heraus, nicht nur, weil er ein Märtyrer wurde und diesen schmählichen Tod sterben musste, ersäuft zu werden, sondern weil er aufrichtig war, weil er das gelebt hat, wozu er gesandt war. Wir, wenn wir ihn heute begehen, vergessen ihn nicht nur nicht, sondern wir feiern ihn. Wir feiern ihn als eine Gestalt, in der pfingstliche Geist Gottes gewirkt hat und bis heute wirkt. In jedem, der ihn anruft und der sich diesem Zeugnis anschließt und es als Beispiel für das eigene Leben nimmt.